Sony A7 II versus Sony A7 III. Lohnt sich ein Upgrade? Und welche Kamera soll ich mir holen, wenn ich noch gar keine habe? Antworten auf diese Fragen in diesem Video. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich bin Content Creator aus Bielefeld. Ihr habt mich über Instagram schon so oft gefragt, Vitali, ich habe die A7 II. Lohnt sich das Upgrade wirklich auf die A7 III? Was ist da anders? Oder Vitali, ich will mir eine Kamera kaufen, habe aber jetzt nicht so viel Geld. Welche Kamera kannst du mir empfehlen? Ich möchte in diesem Video nicht auf alle möglichen Unterschiede zwischen A7 III und A7 III eingehen. Mich interessieren die ganzen technischen Details nicht, wie viele Megapixel die eine hat, wie viel die andere. Ich möchte euch einfach in diesem Video verraten, welche Funktion hat die A7 III, die A7 II nicht hat. Lohnt sich diese Funktion? Braucht man sie wirklich? Oder sollte man vielleicht 1000 Euro sparen und sich die A7 II holen? Fangen wir deswegen mit der ersten Funktion an, die Sony A7 III hat, aber leider nicht die A7 II. Da wäre zuallererst mal der Touchscreen. Braucht man diesen Touchscreen aber wirklich? Ich selber habe 7 Jahre lang mit einer 5D Mark II fotografiert und nein, die hat keinen Touchscreen. Ich meine, er ist irgendwie nice to have und ich nutze ihn auch ab und zu, wenn ich den manuellen Fokus gesetzt habe und wenn ich dann einfach nur drauf tippen möchte, wo die Schärfe halt liegen soll, wo der Fokuspunkt liegen soll. Ganz nützlich ist der Touchscreen für mich im Bereich Video. Wenn ich Videos aufnehme, dann kann ich sehr smooth mit dem Fokus spielen. Ich muss einfach nur auf dem Touchdisplay drauf tippen, wo ich die Schärfe jetzt gerne hätte und ganz smooth wechselt der Fokus von Vordergrund zum Beispiel zum Hintergrund. Bei der A7 II ist es so, weil man keinen Touchscreen hat, muss man halt den Joystick benutzen, was ich bei der A7 III auch manchmal tue. Fragt mich nicht, warum ich das tue, obwohl ich eigentlich ein Touchdisplay habe. Eine weitere Sache ist der schnellere Autofokus. Das habe ich jetzt nicht so ausgiebig getestet, aber in ganz vielen Videos auf YouTube so gesehen, dass der Autofokus bei der A7 III schneller sein soll als bei der A7 II. Ich weiß nur, mit dem Tamron 2875 auf meiner Sony A7 III ist der Autofokus wirklich butterweich und super schnell. Kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsfunktion von der A7 III, dem Auto-Augenfokus. Wenn ihr meine alten YouTube-Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich mit meiner Canon 5D Mark II immer sowas hier gemacht habe. Ich habe die Kamera genommen, ich habe die Augen des Models fokussiert, den Ausschnitt gewählt und durchgedrückt. Fokussiert, Ausschnitt gewählt, durchgedrückt. So sah das bei mir immer aus. Jetzt bei der A7 III muss ich einfach nur eine Taste halten und die Augen werden automatisch kontinuierlich fokussiert. Es sei denn, das Model dreht mir ihren Rücken zu und die Augen sind nicht mehr da. Augen-Autofokus ist eine Funktion, die ich vor allem bei Hochzeiten nie wieder missen möchte. Wenn ich das Paar fotografiere und die laufen auf meine Kamera zu, die bewegen sich, die sind in Bewegung, ich selber als Fotograf bin in Bewegung, bin ich einfach immer nur diese eine Taste am Halten und drücke den Auslöser durch. Und ich würde mal behaupten, in 99% der Fälle sind die Bilder scharf. Die Augen sind scharf, ich habe das Bild richtig fokussiert. Aber auch hier, ganz ehrlich, ich habe so viele Hochzeiten mit meiner Canon 5D Mark II fotografiert, begleitet, ohne Auto-Augenfokus und bin auch super gut klargekommen. Es ist aber eine Funktion, die ich einfach irgendwie nicht mehr missen möchte, weil sie einem das fotografische Leben erleichtert. An der Stelle sei aber gesagt, wenn ihr überhaupt nicht vorhabt, Hochzeiten zu fotografieren, Aufträge, Reportagen zu fotografieren, wo der Fokus schnell sitzen muss, wenn ihr das als Hobby macht und einfach Zeit auch habt, dann ist so ein Auto-Augenfokus jetzt kein Must-Have. Ein weiterer ganz klarer Vorteil bei der A7 III sind die Batterien. Ein guter Freund von mir, Andy, hat sowohl die A7 II als auch die A7 III. Und er hat mir jedes Mal gesagt, bei Hochzeiten mit der A7 II hatte er, glaube ich, 8 Akkus dabei. Ich selber habe für die Sony A7 III bei Hochzeiten nur 2 Akkus und klar, lade ich den einen auf, während ich den anderen benutze, aber ich behaupte mal, ich würde mit beiden vollkommen auskommen, wenn ich von morgens bis nachts eine Hochzeit begleite. Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Ich habe 2 Original-Sony-Akkus. Ja, solche Akkus kosten dann schon mal 80, 90 Euro, aber dafür halten die wirklich, wirklich lange. Eine weitere coole Funktion, die vor allem in der Hochzeitsfotografie ihre volle Wirkung entfaltet, ist der Silent Shutter. Es ist schon ziemlich cool, wenn man in der Kirche oder im Standesamt einfach mal in den Silent Shutter Modus gehen kann, sodass man den Verschluss der Kamera nicht mehr hört. Aber das war's auch schon. Andere Situationen fallen mir jetzt nicht ein, wo man unbedingt einen Silent Shutter braucht. In der People-Fotografie zum Beispiel bin ich, aber auch das Model, sehr froh, dass man den Verschluss hört. Denn das ist so ein bisschen das Signal für das Model, ich nehme einfach mal eine neue
Pose ein. Wenn die nichts hören, dann denken die und warten so, wann macht er denn endlich mal ein Bild? Wie lange soll ich denn diese Pose noch halten? Ja, das waren die Vorteile einer A7III gegenüber einer A7II. Ihr müsst für euch einfach entscheiden und schauen, erstens, wie viel Geld habt ihr zur Verfügung. Ihr dürft nicht vergessen, die A7II ist eine der günstigsten Vollformatkameras, die es auf dem Markt gibt. Für ca. 950 Euro bekommt ihr schon den Body. Wenn ihr euch 1000 Euro mehr angespart habt und gerne Hochzeiten begleiten würdet, fotografieren würdet, wenn euch die ganzen Funktionen, die ich jetzt bei einer Sony A7III aufgezählt habe, überzeugt haben, dann kann ich euch eine Sony A7III auch herzlichst empfehlen. Und ob sich ein Upgrade von der Sony A7II zu A7III lohnt, das müsst ihr für euch entscheiden. Seid ihr bereit, das Geld nochmal auszugeben? Überlegt euch, die A7II vielleicht zu verkaufen. Wenn ihr aber Hochzeiten machen wollt, behaltet die Kamera als Backup. Wenn ihr aber nur hobbymäßig fotografiert, gerne eine Vollformatkamera hättet, dann macht ihr mit der Sony A7II absolut nichts falsch. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe vor allem, dass es euch geholfen hat bei eurer Kaufentscheidung. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Sage Tschüss, bleibt gesund und vergesst niemals, warum ihr eigentlich angefangen habt zu fotografieren. Ciao.